So. Ich wünschte einmal wieder irgendwas Sinnvolles in meinem Kalender stehen, aber steht einfach nur ähnliche Gesichter und Panzerung maximal 6. Okay. Ach, das von letzter Woche. Ich habe noch gar nicht eingetragen, wo wir sind. Ah, ich bin wieder übel gut vorbereitet. Schön. Also, letzte Woche. Dinge sind passiert und der Run ist irgendwie verpatzt worden, aber auch nicht. Aber eigentlich schon und jemand ist gestorben am Ende. Du bist halt einfach schon wie Deli, ist ja unglaublich. Tatsächlich ist ja der Run nicht also ihr habt ja nichts verpatzt. Es war bloß, es ist halt quasi wie, als würde ich dir sagen, klau mir einen Apfel, der liegt dort drüben und da gehst du hin, da ist einfach kein Apfel. Der Vergleich ist nur so mittelmäßig. Was sollte eigentlich die Chemikalie beim letzten Mal auslösen? Achso, die sollte die ganze Ladung von dort, sollte die quasi unbrauchbar machen. Und die Ladung war für einen Kunden gedacht, also das dachte jedenfalls Igor, ne? Der ihm quasi in gewissen Geschäften als Rivale dient und wenn er den Kunden kaputt macht, ist der gezwungen, wiederum ein paar Aktien an ihn zu verkaufen und dann wird er flüssig und Igor muss unbedingt flüssig werden, weil er sonst befürchtet hat, ich weiß auch nicht warum, dass ihm die eigenen Leute sonst irgendwie in den Rücken fallen. Ist natürlich nicht passiert, ne? Das ist... Nee, sie sind ja tatsächlich eher von vorne in die Brust gefallen. Quasi ins Auge. Seine Arme. Ja, ja. Er konnte sie sehen. Echt mal, es ist nicht irgendwie hinterhältig oder so gewesen. Naja, Magier hatte vielleicht auch was damit zu tun, aber... Aber es war ja vorderhältig und damit ist alles okay. Es war ja auch noch ein zweiter Magier vor Ort, aber naja, genug davon. Ach stimmt, Flummi hat sich erstmal anschießen lassen. Jupp. Sehr gut. Okay, pass auf. Ein paar Tage später nehme ich ein. Einen Tag später. Wird Cheng dich anrufen. Okay, dann gehe ich ran. Hallo? Hi. Wie wär's, wenn wir uns sofort aufmachen zu Big D, keine Ahnung, Dr. D, ich brauche irgendwie eine gute... Aber du weißt, wen ich meine. Weiß ich, wen er meint? Vermutlich Demian. Okay, mach ich. Ich würde am besten... Also am besten wäre folgendes Szenario. Du rufst da an und sagst, dass wir beide vorbeikommen. Ansonsten nur du, aber wir beide wäre halt, glaube ich, schon ganz gut. Ja, dann werde ich das wohl mal machen. Also ich rufe ihn gleich mal dann an. Sollte kein Problem sein. Ich melde mich dann nochmal, wenn alles was klar. Nicht so laufen sollte, wie gedacht. Gut, passt. Ich leg auf. Dann wird geschaut, ob ich überhaupt dem seine Nummer hab. Doch. War das nicht bei, als ihr euch, als ihr Verwundete ankamt, oder es war später eins von beiden? Ach, wir haben seine, Comlinks. Ne, Comlinks. Ja, auch stimmt, noch. stimmt, das auch noch. Dann, wähle ich mal und, ruf sogar da an. Irgendwann musste sich mein Oh, der hat doch einen Sekretär, scheiße, wie hieß denn der? Hieß dieses... der Schraube. Ah, oh, perfekt. Schraube hier. Schönen guten Tag. Hier ist Xu. Asian Corporation of Iceberg. Ich möchte mal mit Ihrem Chef sprechen in nächster Zeit. Wäre das möglich heute noch? Also Sekunde mal, ja? Was war es noch? Asian Iceberg Corporation. Genau. Okay, gibt's denn in Asien Eis? Na, ich frag mal nach, ja? 5 Minuten später. Ich
kann gar nicht beschreiben, wie... Ich weiß... Es muss doch irgendwie Schulen geben oder Camps für diese Jugendlichen. Aber ist es gut? Ich muss sagen, deine Aussage war auf jeden Fall so gewählt, dass er keine Ahnung hat, worum es geht. Und das ist ja auch schon was wert. Vielleicht ist es gerade etwas Gutes, wenn man einen Anrufbeantworter hat, der zu dumm ist, zu verstehen, worum es geht. Eigentlich keine schlechte Sache. Worum geht's denn, Xu? Ich und ein Kollege meiner Firma würden mal in nächster Zeit, also heute, am besten mal mit Ihnen reden. Wenn das irgendwie machbar wäre. Oh, Entschuldigung, da muss mein Anrufbeantworter wirklich ganz furchtbar falsch stehen. Ich hatte sie für jemand anderen gehalten. Ein Firmengespräch, ja. Das wäre sicherlich möglich. Um wie viele Personen sagten Sie, handelt es sich zwei? Also Sie wollen zu zweit bei mir. User in your channel timed out. Delicious. Hallo. Hallo, was war das letzte, was du gehört hast? Dass er sozusagen meint, dass er nicht weiß, mit wem er redet. Nee, er hat erst quasi zurückgerudert, weil er hat ja dich ja erst mit Xu angesprochen und dann, als du nochmal weiter bei dem Ding geblieben bist, hat gesagt, Entschuldigung, da hat sie wohl meinen Anrufbeantworter verwechselt oder ich habe gedacht, sie wären jemand anders. Sie wollen mit ihrer Firma vorsprechig werden, natürlich. Wie viele Personen sagten sie? Zwei? Genau. Gut, und ich nehme an, dass es ist immer alles dringlich. Wir haben heutzutage einfach keine Zeit mehr. Ich würde sagen, heute Abend wäre sicherlich möglich. Okay, dann wünsche ich noch. Ich am besten, ich glaube, von Ihrer Firma hat sich ja schon mal jemand vorgestellt. Am besten dort, wo wir unser erstes Treffen hatten. Erinnern Sie sich, wo das war? Ah ja, genau. Gut, was gut. Dann bis 22, ich denke 22 Uhr wäre gut. Ja, okay, vielen Dank. Bis dann. Auf Wiederhören. Ich lege auf. So, dann wird weiterhin Cheng angerufen. Jo. Geht klar, wir treffen uns auf 21 Uhr entweder bei dir im Safehouse oder bei mir im Safehouse, wo du gerade bist. Und dann fahren wir rüber. Ich komm zu dir. Ja, ich komme auf jeden Fall zu dir. Okay, weiß ich Bescheid. Tschüss. Bis dann. Ach so, Gegend muss ich irgendwie eine dicke Wumme mitnehmen? Nee, oder was Kleines reicht? Was weiß ich denn von der Gegend? Vom letzten Mal. Wow, also eine Pistole reicht auf jeden Fall aus, so in der Richtung. Ja, eine Pistole sollte ausreichen. Alles klar, dann bis später. Ja. Es wird wieder aufgelegt. So, und dann glaube ich, muss ich mal jetzt mal langsam auf mein Bild schauen, das eventuell langsam mal geliefert werden sollte. Als Denkanstoß die Information überdenken. Oh, Gott sei Dank. Ja, das war der Künstler. Genau. Stimmt, das ist heute. Habt ihr als normale Übermittlung tatsächlich auch dann irgendwie in dem Bild drin? Dass da irgendwie ein Chip drin ist oder sowas? Das ist irgendwie. Ich würde sagen, dass irgendwie. Lass mich mal am besten überlegen, wie man es am dümmsten macht. Ja. Das wird ja vermutlich auf so ein Plastikgestell drauf getan und dann überspannt. Das ist dann sozusagen im Plastikgestell eingearbeitet, ist so ein Stick. Okay. Ja, dann kriegst du es auf jeden Fall, bevor du los musst. Auf dem Chip. Hast du erstmal mit teils Gesichtern, teils so, also hauptsächlich von so, diese Gefängnisüberstellungsbilder, du weißt schon, hier Foto von der Seite mit extra Fotos nochmal von Tattoos und so ein Shit. Und 2080 auch Fotos von Cyberwehranschlüssen und so ein Gedöns. Von Leuten, die Yegor-Tattoos tragen, die als überläufig markiert sind oder als desertiert. Das sind nicht wenige.
Und du hast weiterhin weniger, aber immerhin ein paar Angaben zu Personen, die eher dann so in Konzernen verstrickt sind, die dann auch ein bisschen unauffälligere und höhere Personen haben und auch in im Staatsgebilde, die entweder bei dieser Reinigungsaktion, die schon hier vor ein paar Monaten war mit Jojo und Kaban, also was ich Jojo und Kaban gesteckt hatte, da entweder hier halt zerberstet wurden oder die versetzt wurden, teils häufig auch außerhalb von Russland dann in neue Aufgabengebiete, in anderen Töchterkonzernen oder so. Oder welche, die einfach verschwunden sind. Das sind auch nicht wenige und bei denen hast du auch immer geschätzte Angaben, wie viel stehendes Kapital quasi mit denen verloren gegangen sind. Und das ist häufig so in fünfstelligen Bereichen, was auf jeden Fall ganz nette Söhnchen sind. Mhm. Du hast keine Infos zu dem komischen Magier. Aber du hast Infos zu einem Typen, der Donskoi quasi gemanagt und verwaltet hat und da die ganzen wo organisiert hat, der wohl im Verdacht stand, sich gegen Yegor wenden zu wollen, der aber glücklicherweise von ihm gefunden und eliminiert wurde, denn Yegor war immer gut darin, irgendwelche Verräter ausfindig zu machen. Ah, Profi. Finde ich irgendwas über wo momentan das meiste Geld fließt? Oder ist da gar nichts? Jein. Was Vermutung? Es sind viele der Straßengeschäfte, die halt insgesamt dann relativ viel abgeworfen haben, sowas wie die ganz normalen Sachen, ne? Prostitution, Glücksspiel und so ein Scheiß. Die sind halt Schwachsinn aufzulisten, weil die so klein und so viele sind, dass du da keinen Überblick gewinnst. Aber das sind auch die Sachen, die sich zum Beispiel irgendwelche Gangs selbst zurückhören könnten, wenn sie es denn wollten. Bei den größeren Sachen hast du hauptsächlich ein paar Verwicklungen mit Entwicklungsfonds, die der Staat an Rabut bezahlt hat. Oder irgendwelchen anderen Stiftungen, wo ne, hier so die eigentlichen 5 Rubel, Nuyen, die noch vorgesehen waren für die Kitas, die hat leider dann auch ihr Gore bekommen und so ein Gedöns. Das sind also sicherlich nicht alle, aber das sind gerade jetzt, wo er viel ruhendes Kapital verloren hat, sind das schon vermutlich relativ große Anteile. Ich habe ja eine Ahnung von BWR ungefähr. Auch in meinem Crash. Stimmt. Kriege ich da ungefähr noch irgendwas raus mit den ganzen Angaben? Oder sagst du auf keinen Fall? In welche Richtung denn? Sozusagen, welche ungefähr wie viel Kapital verloren gegangen ist, würde ich mir einmal komplett ausrechnen. Und es gibt ja sicherlich irgendwie, wie viel ungefähr das ganze die ganze Organisation wert ist zu zahlen, oder? Wie viel da noch übrig ist. Verloren gegangenes Kapital, obwohl das sicherlich nicht alles ist, was er hat, kannst du ja schon eine Summe ausmachen. Ich denke, das wären vielleicht eine 500.000, vielleicht, naja, nee, auf jeden Fall 1,5 Millionen sein. Vom Restkapital ist extrem schwer zu sagen, weil selbst die Geschäfte, die ein bisschen öffentlicher sind, kannst du nicht immer zuordnen, ob das jetzt wirklich zu ihm gehört oder ob das vielleicht wirklich nur ein Konzern ist. Plus halt die ganzen kleinen Sachen dann noch. Aber er hat jetzt, wenn man das mal so ganz grob, gib mir einfach mal einen Wurf erstmal. Okay, warte, ich muss es mal nachschauen. Da habe ich sogar nur 2, aber okay. Das geht auf Logik, oder? Ja. Also kriege ich nicht viel raus, außer das zusammenzurechnen. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Es ist ein Anfang. Ja. Dann, ich würde ja sagen, jetzt ist erst ungefähr 16 Uhr, weil, naja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dann, ich meine, es dauert eine Weile, sich da durchzuarbeiten, aber 16 Uhr klingt gut. Dann würde ich erstmal dieses ganze Bild irgendwie in ein Paket packen. Und dann entweder, muss jetzt gerade überlegen,
Du kannst die Daten auch runterziehen und irgendwo anders. Ja, hin, ne? Ich zieh's mir erstmal runter und bring das zu meinem Schließfach, sozusagen. Das Bankschließfach, ne? Ja, genau. Und dann schicke ich noch dieses eine, das Bild komplett an den Sitz vom von den Falcons. Mit einer Aufschrift für Frischling. Da spricht nichts dagegen, ja. Okay, dann. Ich muss jetzt nur, warte. Ja, okay, hast du gemacht, passt. Okay, dann kann ich mir davor noch einen Abzug gezogen haben, nochmal einen Abzug von diesen Daten. Na klar, wenn ich davon kannst du ja auch 1000 machen. Ich kann die gleich im Netz veröffentlichen. Das könntest du. Ah, dann wäre ich tot. Risiken. Also dann würde ich mir noch was für meine für mein Injektionssystem irgendwie eine Dosis kaufen, also weißt schon. Verschiedene Drogen, die ich einspritzen kann. Das ist trotzdem haarig. Du hast Injektions... Ja, hab ich. Eingebaut? Also Cyberware oder? Eingebaut. Geiler Shit, woran hast du so gedacht? Einmal hätte ich eventuell irgendwie ein Gift für mich selber, für ein, falls eine Gefangennahme naht, gedacht. Also am besten einfach sowas wie eine richtig, richtig kräftige Überdosis Bliss oder Opiate, wo du halt dann einfach einschläfst und dich noch gut fühlst, während deine Atmung aussetzt. Ja, genau. Aber eher irgendwas bisschen Selteneres, weil davon geht mehr aus, dass normalerweise jemand dabei hat, wenn er sowas hat. Ja, okay. Du kannst noch, also du kannst das nehmen als Trägermittel, damit du dich gut fühlst und dann noch irgendwas richtig Fieses, was dich auf jeden Fall killt. Und dann vielleicht noch eine Dosis Kamikaze. Kamikaze? Mhm. Oha, warte, jetzt geht's richtig los. Da muss ich erst mal gucken. Ja, man will ja keinen Stift im Kopf haben. Ist nicht so gut. Oder der Kartoffelschäler. Ja, stimmt, der Kartoffelschäler. Da war ja was. So, warte. Ich habe einen Post von 2013, wo ich die ganzen Drogen, die man so nehmen könnte, drin habe. Das ist ja unglaublich. Wow. Weißt du, wie oft er bisher benutzt wurde? Einmal? Noch zweimal? Nie. Kamikaze. Hey, da kommst du sogar ran. Und das ist nicht mal so unendlich teuer, das passt ja sogar. Dann ja, ich glaube, vielleicht noch irgendwie was in Richtung Bliss für andere Notfälle. Da komme ich auch Jazz einigermaßen noch ran. Ja, Jazz, sorry. Ja. Ja. Bliss wäre irgendwie ungünstig. Naja, ja. Nee, pass. Weißt du ungefähr, wie lange die alle wirken? Ich glaube, Bliss war länger, also ich glaube 1 bis 2 Stunden. Nee, also beide Sachen, die beiden Kampfdrogen, die du hast, 10 bis 60 Minuten nach dem Zufall. Okay. Und reicht. Am besten nicht zusammen. Also es sei denn, du siehst überhaupt keinen Ausweg mehr, weil ungünstig. Ach, dann wird alles gezündet. Ja gut, dann bist du auf jeden Fall der schnellste Mensch der Welt, aber nicht lange. Für die nächsten 10 Sekunden. Nein, ja, mindestens 10 Minuten. Dann könnte es sein, dass dann ja, gucken wir mal. Und
Ich will mir eventuell diese Giftdosis würde ich mir gerne irgendwie auf dem Finger irgendwie legen. So, weißt du, auf so einen Cyberfinger. Sich den irgendwie, dass ich meine Taschenlampe anmache und mein Feuerzeug gleichzeitig und dann irgendwas sag, das mich dann zerlegt. Okay. Ansonsten einfach nur automatisch die zwei Drogen und dann ist es auch vorbei. So. Also mal lieber auf Nummer sicher gehen. Okay. Wenn ich einen Dann. asiatischen NSC genommen hätte, der sich Kamikaze kauft, dann hätte ich auf jeden Fall, wäre ich als Rassist bezeichnet worden. Hey. Aber ich meine, wir Es können ist. ja die Geschichte auch nicht vergessen. Ja, beispielsweise das mit den Elfen, also da sind Dinge passiert. So, na, ich dachte an die weitere Geschichte, so Kamikaze, du weißt schon, Dings, irgendwelche Häfen, Piloten. Ja, so eine Habe, ne? Habe ich gehört. Ja, der eine da, hier, der Perle oder sowas. Ja, egal, es war sicherlich nicht so wichtig. Nee, es war echt nicht wie, es war bloß America. Ja, also dann würde ich sagen, sitze ich noch ein bisschen aus. Ach ja, ich habe ja, glaube ich, 20.000 Yen bekommen. Oder? Letztes Mal? Für all das, was ihr euch mal zwischendurch gekauft habe, habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ihr zieht euch 1,5 ab, also hast du nur noch 19.500. Okay. Dann, wenn ich das sozusagen diesen Stick in meinen Schließfach reinwerf, werfe ich noch mal, ich glaube, 10.000 Nuyen in den Cred-Stick rein. Dass die auch mal Okay. weggelagert werden. Okay. Auch ins Schließfach oder irgendwo anders hin? Ja, auch ein Schließfach. Und davor grade ich's ab in Hochsicherheitsschließfach. Ach so. Natürlich. Wollte gerade sagen, dieser Banküberfall. Es gab ja schon 50 Jahre keine Banküberfälle mehr, aber heute ganz zufällig, da sind so ein paar Bescheuerte gekommen. Ah, ich hab gehört, Jigor, ne? Ach Ja, ja, den gibt's ja nicht oh. mehr. Ah. Ah, Ja gut, sag mal einfach mal so. Vielleicht passiert das auch nicht. Okay. Dann wird zu diesem Treffen gegangen. Erstmal daheim gewartet. Und gehofft, dass er pünktlich kommt. Hey, natürlich sehr pünktlich. 5 Minuten zu spät. Ach, nicht so schlimm. Holen wir wieder mit der Fahrt raus. Sehr gut. Jo, der kommt an, der hat sich alle gangbezeichnenden Zeichen natürlich entfernt, soweit das geht. Und sieht nicht übermäßig, also er hat versucht, eine Kleidung zu finden, die sowohl in gute bis untere Unterschicht passt. Es ist ihm so mittelmäßig gelungen. Er wird auf jeden Fall nicht megamäßig auffallen. Dann, ich bin ja versucht dazu zu sagen, ich ziehe mir was Sauauffälliges an. Das ist die beste Strategie. Naja, ich werde mal so Richtung Lederjacke und ja, sowas anziehen. Klassiker. Es ist Oktober, also alles safe. Kannst sogar Und diesen es. Trenchcoat anziehen, den niemand in dieser Runde anziehen darf. Boah, der Trenchcoat. Ja. Ist genauso wie diese Kettensäge, die wurde auch oft genutzt. Hey, diese Kettensäge, die war auf jeden Fall richtig gut. Also, dann würde ich sagen, fahren wir los, wenn er nicht noch irgendwas zu sagen hat. Er wird relativ schweigsam sein, er wird auch relativ viel Nebenbei-Kommunikation haben. Ja, ich schnall mir sicherheitshalber trotzdem mal so. Vier Messer runter und eine Flashbang. Normaler Move. Und die Flashbang dieses Mal so, dass ich sie erreichen kann, ohne, ne, irgendwie umständliche Moves zu machen, irgendwie am Unterarm befestigen. Ich glaube, das wird nicht so richtig möglich sein. Okay.
Dann. Wie macht man das am besten, dass sie nicht auffällt, man sie schnell kriegt? Na, am Handgelenk eigentlich. Oder? Dann kann man mit der einen Hand. Wie groß ist sie denn? Ich meine, die muss doch Faust groß sein. Also nicht, am besten nicht meine Faust, aber so eine kleine Faust. Und wenn du dann einen Unterarm hast, dann ist dein Ärmel ja auch immer die ganze Zeit mega ausgebeult. Hast schon recht. Warte, ich guck mal kurz, wie groß so ein Teil überhaupt ist. Und es stellt sich raus, es ist nur ein Überraschungsei. Boah, das wäre richtig gut. Wenn man die selber machen würde und dann zu den Überraschungseiern. Das hätte auf jeden Fall Stil. Ja. Aber dafür ist nicht genug Zeit. Das stimmt. Dann wird eine so am Rücken befestigt. Oder so hinten. Am Gürtel hinten. Ja. Aber unauffällig halt. Das auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du eine Lederjacke oder so anziehst, dann hast du ja auch noch ein bisschen mehr Platz. Passt. Mhm. Cute. So, ihr fahrt da hin. Ihr kommt da auch an. Es sind ein paar Dudes da, die das bewachen, aber die lassen euch rein ohne Durchsuchung. Denn es ist Tag der offenen Tür. Und da drehen wir dann Damian sitzen und er bringt gerade irgendwelche, wie nennt sich das, Pizzabrötchen. Und eine schöne Flasche Wein. Wird dann jedem einkippen und quasi den großen Teller in die Mitte stellen. Ich gehe davon aus, dass irgendjemand an Weiß Noise Generator gedacht hat. Ja, ich denke, einen Störsender werden sie auch haben. Jo. Dann setzen wir uns langsam, vorsichtig, entspannt. Hallo, ich bin Damian und du musst der Begleiter sein. Cheng. Guten Tag, Cheng Xu. Bedient euch, es ist von allem genug da. Ich kann auch noch eine andere Flasche Wein holen, aber ich hoffe doch, dass es heute kein allzu großes Gelage wird. Dann schnapp ich mir eins, um Vertrauen zu symbolisieren. Sehr gut. Es ist immer uncool, wenn man nichts isst, wenn der Gastgeber was reicht. Nicht wahr, Flomi? Oh, sie stimmt mir zu, sehr gut. Das Pizzabrötchen? Ja, das sind sehr lecker. Manchmal habe ich einfach diesen Heißhunger auf echtes Gemüse und ich weiß, dass ich habe überhaupt kein Geld dafür, aber manchmal muss es einfach sein. Schön. Was kann ich denn nun für die Herren tun? Und ich denke, wir können hier offen sprechen, nicht wahr? Ja. Erstmal Entschuldigung wegen dem ganzen Getingel am Telefon, aber... Ja. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich war einen Moment unvorsichtig und habe deinen Namen genannt. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Kein Problem. Wollen wir gleich hier dieses ganze Vorgeplänkel überspringen und dann direkt zum sozusagen Haupttagungspunkt kommen? Oh bitte. Hier ist quasi die Vorspeise und das Hauptgericht ist dann am besten unser Gespräch. Dann öffne ich mein Comlink und mach mal eine Karte von Moskau auf. Soll ich dir mal eine geben eigentlich? Brauchst du dazu eine Karte? Also ich meine, ich hab die ja. Ach, das kriege ich schon hin. Okay. So, ich muss ja nicht wissen, wo was liegt. Ja, das stimmt. Ich hoffe, du bist, sie sind... Ach, lassen wir das. Du bist informiert über die neuesten Aktivitäten und Verschiebungen, die es jetzt bald geben wird oder schon gegeben hat. Ich bin noch nicht ganz aktiv, aber... Nein. Schau, dann wird sozusagen aufgeploppt, welche Gebiete wem gehören.
Dann zeige ich erstmal auf das Falkengebiet und dann wird ein Viertel davon schwarz markiert und dann erscheint dieses Worry-Zeichen darüber. Die Worry hat einen neuen Anführer. Figur ist tot. Er stellt sein Glas ab. Das, sind. Ich werde sicherlich nicht die Informationen anzweifeln, die mir die IC-Brecher, also Hacker, überbringen, aber sind wir sicher? Also seid ihr sicher? 1.000.000% sicher. Ich war dabei, als er gestorben ist. Er hat einen Stift ins Auge bekommen. Von seinem eigenen Magier. Hole ich ein Bild von dem Magier raus und zeige ihm den neuen Kopf von der Worry. Wann war das? Gestern. Oder war es gestern, Jana? Ja. Nun, das, ändert alles. Und dieser neue Kopf hat also dann auch beschlossen, dass, die Falcons ein viel zu großes Gebiet, Ja, einfach gesagt, dieser, Anführer der Worry ist, ein Kriegsfürst. Der Krieg ist aber schon vorbei. Davon hörte ich tatsächlich anderes. Ich glaube, die Reste von Florinas War und das, was jetzt nicht mehr Jegos War ist, sind immer noch teils dabei, sich heftig an die Gurgel zu gehen, aber das ist schon recht der Großteil des Krieges ist natürlich vorbei. Ja, jetzt sind beide Köpfe tot. Und jetzt haben wir jemand, der aufräumen möchte und gleich eine Grundsatzdebatte führen möchte, die er dann bestimmt auch mit mir auszutragen hat. Ich nehme aber an, dass du, weil du sagst, dass du dabei warst, schon ein paar Töne zu den IC-Brechern gehört hast. Ich weiß gar nicht mehr, was der letztes Mal gesagt hat. Dass die IC-Brecher inkooperiert werden und Worry sein werden. Also ich sage dir sein Wortlaut. Wir sind jetzt Mitglied der Worry und werden inkooperiert. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was wir davon halten. Ich, ja. Es scheint ein ausgesprochen ehrgeiziger, aber zugleich nicht wirklich überlegter neuer Kopf zu sein. Überlegt ist er schon. Wir gehen davon aus, dass er unseren früheren Anführer getötet hat und so ein Machtvakuum schaffen wollte, so im Vorhinaus. Und wir haben ihn zu diesem Schritt der Offenbarung sozusagen gezwungen. Es sieht nicht danach aus, als wäre er komplett bereit gewesen. Gut, ihr seid absolut nicht, und ich kann das nur verstehen und unterstützen, bereit, in dieser neuen Worry-Mitglied zu sein, weil ihr ganz andere, wie auch immer, ihr könnt das nicht akzeptieren. Ja. Andere Parteien würden es ähnlich sehen. Wer? Ich würde erstmal wissen, wo du hier stehst, weil ich gebe hier einen großen Vertrauensvorschuss, wenn du verstehst, was ich meine. Nämlich natürlich, dir alles. Entschuldige, ich bin tatsächlich erschüttert auf unendlich vielen Ebenen und ja, natürlich. Nun, wenn dieser neue Kopf also sagt, die Falcons verlieren ein Viertel ihres Turfs, so werde ich mindestens das gleiche Schicksal erleiden. Er ist dazu bereit, ich weiß nicht, die IC-Brecher als Gang, eine Polyclub ist auch das Falsche, eine Interessengruppe, die sich, wie auch immer, er versucht, Leute in sein Schema zu pressen, die
eher eine Ziele verfolgen, die sich nicht nur dem Geld machen, irgendwie, die da nicht nur einzuordnen sind. Er scheint radikal und er scheint mir gefährlich. Es scheint mir wahnwitzig, dagegen vorgehen zu wollen, und dennoch scheint es mir, als hätten wir kaum eine andere Wahl. Ja, wohl oder übel. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie radikal. Wir versuchen nun den neuen Kopf dieser Hydra entweder kitzeln, ärgern und uns hinterrücks beim Einschmeicheln zu wollen, oder ob wir bereit sind, ihn abzuschlagen. Und du musst verstehen, dass ich das wäre nun wirklich eine Art von Radikalität, über die ich nochmal schlafen müsste. Ja, natürlich. Aber wir wollten mal sozusagen eine Partnerschaft oder ein Zweckbündnis organisieren, dass nicht jeder alleine dasteht, wenn trotzdem Big Brother vor der Tür steht. Bei dieser Entwicklung könnte man natürlich auch vermuten, dass die Bones, ich weiß nicht, ob du die kennst, dieser kleine Motorradclub, der hier war, kein großer Fisch von ihm vielleicht ebenfalls vernichtet wurde. Dann blinkt gleich mal die Karte auf und dann wird dieses unbeschriftete Gebiet kurz gezeigt, ungefähr hier? Ja. Ist es der komplette Turf oder ungefähr Hälfte von diesem Gebiet? Sie hatten nicht besonders viel, ich würde sagen, dass das Turf ging bis hier. Da. Okay. Dann kommt da so ein Knochensymbol drauf. Und ein Fragezeichen dahinter. Dann wird noch die Red River Gang eingezeichnet mal, weil von denen hört man ja immer was. Und so ein vermutliches Kopf, so ein Feindzeichen hinzugemacht, so ein Schwert und dann hinter noch ein Fragezeichen. Fehlt noch eine Interessengruppe. Also ich habe hier noch ein paar Daten gebracht, die ich kurzzeitig organisiert habe. Wie es momentan mit der Worry von Jigor, naja, nicht mehr Jigor, egal, aussieht. Kannst du das schon mal kurz zusammenfassen? Wie es aussieht, hat er 1,5 Millionen Festkapital verloren und viele Männer in Firmen beziehungsweise in der Politik während des ganzen Krieges. Dann, Cenk, hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder mehr Infos? Die Sache ist die, wir waren gezwungen, vor dem Ableben Jegors längere Zeit mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich meine, du kriegst eine verdammte Knarre an den Kopf und dann springst du. Wir haben einen ziemlich guten Einblick wir sind seine Hacker, das heißt, wir haben Einblick in Kommunikation und so. Wir mussten es so machen, dass immer noch ein paar Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben, uns quasi immer rausstöpseln können und Sicherheitsmechanismen da sind. Aber wir hatten echt Zeit, das zu studieren. Also, was wir anbieten könnten, wäre, wenn wir gemeinsame Anstrengungen unternehmen, ist, dass wir... Pass auf. Ich habe mich gestern mit den Leuten beraten und ich bin der Typ, der hergeschickt wurde. Zusammen mit Xu, weil er dich kennt und weil er die Infos aus erster Hand hat. Ich meine, der war dabei, aber... der jetzt das letzte Urteil treffen soll. Und ich glaube, Xu wird mir zustimmen. Unser Plan ist der folgende. Wir müssen ihn dort treffen, wo es weh tut. Und das ist letztendlich in der Geldbörse. Wenn das Geld ist das, was die Leute bei ihm oben zusammenhält und die Leute unten, das sind Straßen, wo die sollten dann lieber aufpassen, weil sie dann auch nicht mehr organisiert werden. Die wissen nicht, wie man sich selbst organisiert. Es gibt ein paar Anführer, die noch da sind, aber die sind nicht so krass. Die sind nicht so krass wie zum Beispiel dieser Magier. Das heißt, wenn wir ihn aushebeln können durch Geldverlust, dann haben wir eine echte Chance, uns gegen die durchzusetzen. Und wenn wir einfach die Geldströme und ein paar der Kapitalanlagen, die sie noch haben, die natürlich illegal sind, offenlegen,
rausbringen, in die Medien bringen, dann, ich weiß nicht. Ich glaube, dann sind Leute gezwungen zu handeln und er ist ziemlich am Arsch. Outgame Diddy, ich finde das gut, dass wir die gleiche Idee hatten. Danke. Euch ist aber schon bewusst, dass das kompletter Wahnsinn ist. Cheng nickt. Könnte sein, dass es uns erwischt. Aber es müssen Leute Bescheid wissen. Die dann agieren können und denen, naja, verstehst. Die dann auch sein Gebiet übernehmen können, wenn sie interessiert sind. Dann wird wieder dieses Worry-Symbol genommen und verschwinden lassen und dann ist dann Machtvakuum, das aufgezeigt wird. Xu, ich kann mir nur vorstellen, dass du bei den Frauen gut ankommst, denn ich muss sagen, du entzückst mich schon sehr. Das sieht so verlockend aus, was du da gezeigt hast, dass ich kaum widerstehen kann, aber ich glaube, ich wäre bereit, dem Wahnsinn beizutreten, weil ich nicht glaube, dass dieser Zustand uns andere Möglichkeiten lässt, als komplett den Verstand zu verlieren, aber normalerweise geht ihr vor, indem ihr Informationen veröffentlicht und dann auch natürlich euch damit in Verbindung bringt. Dann natürlich, ihr habt einen Ruf zu verlieren. Aber in dieser Sache, damit wir überhaupt überleben können, würde ich euch helfen und nur helfen, wenn wir Informationen ans Licht bringen, aber der Herausgeber unerwähnt bleibt. Wir könnten das alles über die Taiwans laufen lassen. Das läuft doch unter anderem Namen, oder? Die können eigentlich kaum zurückverfolgt werden. Cheng nickt. Und außerdem, wenn das über Taiwan läuft, dann sind die Arme der Wuri nicht lang genug, um bis dahin zu kommen. Na, gut. Wird ein paar Leuten nicht gefallen, aber naja. Ich habe keinen Todeswunsch. Naja, nicht mehr als sonst. Das klingt wirklich nicht sehr vertrauenserweckend, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Das ist immer ein schmaler Grat zwischen Entschlossenheit und Wahnwitz. Gut. Der scheint zu überlegen. Cheng meint, was wir bräuchten, wäre ein Proxy-System und wir haben etwas im Auge, aber es ist nicht. Also wir müssten es noch fertig installieren. Danach brauchen wir auf jeden Fall mindestens 10, 15 Leute, die auf unsere Hacker aufpassen. Wir werden vermutlich so gut wie alle Kräfte dafür brauchen, um die Informationen zu halten und dann rauszubringen. Während das zweite Team den Proxy überwacht. Und dann könnte man das machen. Könnten wir irgendwie ein Lagerhaus mit Rigger-System bekommen? Das wäre doch sicherlich möglich, oder? Sich Man in Sahai Castle spielen könnte, wenn du verstehst. Also das ist Cheng. Jein. Wir wollen das fest verdrahtet machen, weil es schneller ist. Und wir brauchen jeden Vorsprung. Das heißt, auch da haben wir was im Auge. Aber wenn wir das so durchziehen, brauchen wir dich vermutlich eh woanders. Und wir haben noch einen Rigger. Wir können auf jeden Fall dort auch Abwehrdrohnen haben. Aber dich bräuchten wir bei dem Proxy, ich werde auch mitkommen, um dem habhaft zu werden, sag ich mal. Okay, also, fass nochmal zusammen, was jetzt, was wir tun und was sozusagen für die anderen zu tun ist. Das wäre nochmal gut, dass ich auch einen kurzen Überblick bekomme. Okay, also. Du, ich und auf jeden Fall einer von deinen Leuten, weil da geht es vor allen Dingen um Vertrauenssachen, okay, Damian? Wir machen einen Proxy klar. Sobald der steht, müssen wir ihn nur noch überwachen und unsere Hackerkraft, die von deinen Leuten geschützt wird,
kann die Informationen holen. Wir werden sie vermutlich zwischenlagern, weil das dann, weil wir vermutlich schnell wieder packen müssen und dann rausbringen. Sobald das getan ist, können wir von dem Proxy weg. Dann brauchen wir Verstecke, die noch niemand kennt. Das heißt, da würden wir auch eher auf deine zurückgreifen wollen. Und den Schutz. Kriegen wir da einen Sicherheitsdienst einfach von irgendwie Horizon vielleicht? Auch wenn uns das gar nicht gefallen würde. Nee. Immer wenn man mit Geheimnissen in die Nähe von Horizon geht, sind es keine Geheimnisse mehr. Wir werden Horizon nutzen, um die Sachen rauszubringen, weil ich glaube, das ist eine Sensation und die wollen das auf jeden Fall, die werden das breitreten wie nix. Aber vor allen Dingen haben hier kaum richtige Sicherheitsdienste. Ich glaube nicht, dass die so gut sind. Die schießen doch bestimmt mit Watte, keine Ahnung. Naja. Ich weiß ja nicht, wie es hier ist, aber ja, egal. Nee, die sind hier eigentlich hauptsächlich in der Matrix präsent. Die haben nicht die Leute, um hier wirklich was vor Ort zu machen. Vielleicht irgendwie einen kleinen privaten Sicherheitsdienst, der irgendwie Premium ist? Das ist jetzt Damian. Ich würde tatsächlich von privaten Sicherheitsdienstleistern Abstand nehmen, weil wir nicht wissen können, ob nicht vielleicht da irgendeine Verbindung zur Wori besteht. Und wenn die auch nur im entferntesten Wind davon bekommen, haben wir ein Problem. Ich kenne Verstecke. Ich habe geblutet. Also meine Männer haben viel Blut verloren bisher. Aber ich habe teils einfach Kontakte zu Leuten, die niemand vermutet. Ich kenne tatsächlich, und darauf bin ich sehr stolz, eine unglaubliche Menge an Dienstmädchen auch in Hotels. Es ist unglaublich, was sie einem manchmal bieten können. Informationen über Gäste, davon mal ganz abgesehen. Nein, auch einfach Hotelzimmer, von denen niemand weiß und wo uns niemand vermutet. Aber nicht nur das. Ich kenne Bäcker, also das, was wir heutzutage Bäcker nennen. Ich kenne quasi Aufbäcker. Garagenvermieter und all solche Dinge. Ich denke, für die Unterbringung ist gesorgt, wenn wir da immer mehrere Fluchtmöglichkeiten offen halten und wir es so gestalten, dass genug meiner Männer da sind, um uns zu schützen, dann wäre das, denke ich, eine bessere Methode. Dann wäre das ja eigentlich alles geklärt. Ja, da wäre aber noch eine Sache, Xu. Es betrifft euch beide gerade, weil ihr habt gesagt, es wäre eure Sache, diesen Proxy, dieses Ding da aufzusetzen über die genauen Details. Müssten wir uns vielleicht noch, ich habe einfach keine Ahnung. Es geht mir darum, ich schicke euch gern einen meiner Männer mit und ich möchte euch noch eine andere wertvolle Ressource mitgeben. Die Sache ist nur die, dass du vorher etwas verstehen muss, Xu. Die junge Frau, die ihr aufgegabelt hat und die sich dann wirklich voller Schmerz und voller Angst an mich wandte, von der die junge Jojo sagte, sie müsse nun doch sterben. Du musst verstehen, dass ich eine magische Ressource in diesen Zeiten nicht so einfach aufgeben kann. Nachdem ich die Geschichte nun von beiden Seiten halb hörte, hat sie nichts Unrechtes getan nach ihrem ersten tatsächlichen schwerwiegenden Fehler, den sie aber danach nie wieder begangen hat. Sie ist niemand, den ich aufgeben. Ist mir egal. Sehr gut. Okay, ich möchte, dass du das verstehst. Natürlich habe ich Jojo mein Wort gegeben, aber ich musste es an dieser Stelle brechen. Ich würde euch gern diese Frau mitgeben. Sie ist nicht die größte aller Magierinnen, aber es ist nie schlecht, jemanden dabei zu haben, der sich vielleicht ein wenig damit auskennt. Und Cheng, damit du Bescheid weißt, sie ist erkrankt an einem Strang von diesem HMVV-Virus, der sie tatsächlich normal denken lässt und der sie nicht zu einem willenlosen Monster macht. Ihr habt von ihr nichts zu befürchten. Und falls ihr euch absichern möchtet, so reicht einfach ein silberner Gegenstand, ein Messer oder etwas. Cheng nickt etwas misstrauisch. Es freut mich, dass wir da zu einem schnellen Verständnis kommen konnten. Ja.
mag dich trotzdem mal bereit, Besuch eventuell von anderen Leuten zu bekommen, ne? Nur, weiß schon. Ja. Wir wollen ja nicht, dass unsere Pläne jetzt fallen, weil ein Todesschwadron gesandt wird. Ich denke, wir sollten uns noch einmal treffen mit ein paar meiner Männer, die auch im Fach stehen, um noch einmal über den genauen Plan zu sprechen und dann nur Rückzugsorte und Fluchtorte auszumachen, damit wir dann quasi nicht mehr uns sehen müssen, um nicht die Möglichkeiten der Spionage oder so zu groß werden zu lassen. Es ist besser so, dass niemand von uns weiß, wo der andere ist in diesem Zeitpunkt. Das minimiert Risiken. Ja, ich denke, ich kann es nur so machen, dass ich den Leuten, die ich am meisten vertraue, die Sachen mitteile und sie werden es erst immer zu dem Zeitpunkt, wo es relevant wird, ihren Untergebenen dann mitteilen. Ich denke, anders können wir es nicht machen. Natürlich. Es ist ein Schritt, den wir alle sehr bald bereuen könnten und ich nehme mal an, dann für eine unangenehm lange Zeit. Wir sollten uns in dieser Hinsicht also 100%ig sicher sein, nicht wahr? Ja, genau. Dann würde aufstehen, euch beiden die Hand geben. Es ist wie David gegen Goliath, nur dass ich wirklich, wirklich schlecht mit einer Schleuder umgehen kann und deswegen nur hoffe, dass unser gemeinsam riesiges Gehirn irgendetwas auszurichten weiß. Wir helfen Zielen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er wird sich da in den Sessel plumpsen lassen und sein Glas leer trinken. Dann zum unsichtbaren Bootmobil, was? Mehr Jungfrau, Mann und Blaubarsch, Bube? Hey, wir sind beide Chinesen. Oh. Taiwanis, also. Da gibt's ja Sinn. Ja. Oh Mann. Ich muss sagen, das ist auf der Rückfahrt. Wenn ich jetzt dran denke, muss ich mir schon ein bisschen einkacken, ne? Ich weiß. Diese Benji, wir können immer noch sagen, wir wollen die nicht, wir wollen nur einen seiner Typen mit einer Knarre. Ich weiß nicht, was du von der hältst. Wir brauchen magischen Schutz eigentlich. Okay. Ich persönlich hatte ja nichts mit der eigentlich zu schaffen. Ich war das Auto gefahren. Ja. Die wird vermutlich froh sein, dass sie was machen darf und dafür nicht, weiß ich nicht, umgemurks wird. Ja, genau. Okay. Ich glaube, wir werden nur 3 Leute zu dem Treffen nochmal mit ihm schicken. Wir werden und dann dort alles bequatschen und dann, sobald das alles feststeht, komme ich zu dir und wir machen den Plan. Okay, ich bereite noch ein paar Sachen vor. Gut, ich denke, in den nächsten 4 Tagen musst du bereit sein. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, dort, wo wir hinfahren, musst du dir nicht so viel Sorgen machen um irgendwie Unauffälligkeit oder so ein Shit. Also nimm die dicken Rohre mit in deinen Drohnen. Und das kann eine Weile dauern, mit dem Proxy aufrechterhalten. Also sowas wie, keine Ahnung, Rationen, Wasser und so ein Shit brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht Schlafsäcke. Also allgemein so Camping-Shit. Um sowas wie Mini-Drohnen oder so, Mini-Kameras oder so ein Shit, die man da anbringen kann, kümmere ich mich auf jeden Fall drum. Und ja, sowas. Okay. Organisiere ich alles, was wir brauchen. Gut. Ich habe gehört. Also dann schicke ich ihn nach Hause und ich gehe mal davon aus, dass wir dann auf morgen springen, oder? Klar. Okay, dann habe ich da von so einem tollen Campingausstatter gehört in so einer Mall. Warte mal kurz. Tatsächlich, Ja, genau. Der muss richtig gut sein. Ja, da kann man sicherlich mal, ein paar
neue Schuhe kaufen. Und ja, Schlafsack. Auch. Auch. Und ich meine, dann brauchst du natürlich eigentlich auch noch Dosenfutter und hier, also selbsterwärmende Dosen am besten und Knicklichter und... Ach ja, und noch den Rest. Und den Rest. Ja. Hat das ganze Gedöns. Alles außer Moskitonetze. Nur um das zu erwähnen. Ich habe verhandelt. Ist das wirklich so? Ja. Also wenn du willst, kannst du das auch würfeln. Geht es auf Charisma, ja, ne? Ja. Ist doch eh alles bei mir drei. Dein Wurf oder hast du für mich gewürfelt? Das ist meiner. Ja, also ja, dieses Campingzelt. Also ich meine, das ist einfach der beste Verkäufer der Welt, Junge, schon immer gewesen. Also ich meine, man braucht vielleicht nicht alles von dem, was du dann da kaufst. Aber es ist ja nie schlecht mehr zu haben, du hast ja einen riesigen Van. Und ein Zelt brauche ich, dringend. Ja, na klar. Am besten so ein 5-Mann-Zelt, damit es nicht eng wird. Ja, auf jeden Fall. So ein richtiges Gerät. Jo. Gut, du bist perfekt vorbereitet für diesen und für den nächsten Campingtrip, selbst wenn der im Himalaya ist. Gut so. Hey, diese Steigeisen. Nee, ich will wirklich nicht dorthin, wo es kalt ist, aber Steigeisen sind voll wichtig. Wenn du das sagst, natürlich nehmen wir Steigeisen. Man kann ja nie wissen, du hast schon recht, vielleicht wird's mal kalt. Steigeisen. Wollte man schon immer haben. Ja. Ich meine, die sind ja auch nützlich, wenn du... Nee, doch nicht. Ach ja, und dann auch nicht. Ah, ich verstehe, was du meinst. Eigentlich brauche ich die ja gar nicht. Ich wurde betrogen! Ja, man braucht auch nicht 47 Paar Socken und man hat sie ja trotzdem. Das ist ja, das passiert schon mal. Dinge passieren. Ja. Okay, dann gehe ich noch. Gibt es eigentlich... Ich habe ja... Schlau, wie ich bin. Ich weiß eigentlich, ob es stinkt, aber... Ich habe eine Sicherheitsdienst-Lizenz. Das ist klug. Kann ich mir dadurch irgendwie spezielle Drohnen kaufen oder eher nicht? Doch, tatsächlich kannst du das. Wie hoch ist die? 4. Ja gut, ja, kannst du. Ich kriege alles. Nein. Verdammte Raketenwerfer ist noch nicht drin, über die wir bei damals geredet haben. Ich will doch nur, also ich habe dann so eine Person zu beschützen und beschützen am besten immer mit Raketenwerfer. Ja, sag ich doch. Was die Leute immer nur haben. Ja, keine Ahnung, die sind einfach im Gestern. Was wollte alles? Mini-Drohnen, glaube ich, oder? Nee, also da geht davon aus, dass du irgendwie Drohnen hast. Mini-Kameras besorgt er. Und ansonsten Campingausrüstung, dass du die besten Drohnen mitnimmst, Rationen. Ja, dann würde ich vielleicht mal... Warte, ich mach mal kurz die Drohnenliste auf. Ja, die brauchen wir sogar mal. Ach ja, und nebenbei noch so einen übelsten Arsch voll irgendwelchem Hardware-Gedöns und drei Kanister Diesel-Gemisch und so ein Scheiß halt. Das passt alles in den Van, sicherlich. Na klar, du hast einen riesigen Van. Ach ja. Da fällt mir gerade ein, kann ich eigentlich, da liegen doch sicherlich noch ganz viele Platinen und so rum im Van von den ganzen Runs. Die hat ja niemand mitgenommen. Von den ganzen Comlinks und so? Ja. Ja. Die kommen auch in dieses Schließfach, wenn ich mal Zeit habe. Okay. Da ist so eine Lebensgeschichte drin, wenn die jemals jemand öffnet. Naja, stimmt. Muss ich jetzt kurz mal gucken, was sinnvoll ist. Mir fehlt auch gerade wieder ein, ich bin so dumm, das ist überhaupt kein Bankschließfach. Das ist ja ein, hier, illegales Schließfach. Kluges, quasi Bankschließfach. Ja, ja. Wir machen auch keinen Banküberfall hier.
stimmt ja. Das war totaler Quatsch, was ich erzähle. Aber das kommt ja sonst nie vor. Nur manchmal. Die sieht nach Quatsch aus, aber diese. Ich bekomme vermutlich nur die, die unter Sicherheitsdrohnen gelistet sind, oder? Ach, du bist in meiner Liste. Das klingt vernünftig. Ja. Diese EBAC Hunter Teile, die sehen doch irgendwie ganz interessant aus. Ja, warte. Es ist nur so, dass mein Computer gerade abstürzt nebenbei. Positiv. Alles nur positiv. Alter, ab jetzt wird einfach Werbung auf YouTube geschalten, so lange, bis ich auch endlich einen neuen Rechner hab. So, wo bist du? Jo, ich hätte auf jeden Fall gerne eine von diesen EBAC Hunter. Ganz unten, letzte Seite. Die haben auch keine hohe Verfügbarkeit. Da, so. Aha. Die sind ja voll cool. Ja, kannst du kaufen. Aber nicht mehr als eine. Das ist kein Problem, dann will ich nur eine von denen. Ja. Und eine von einem anderen. Krieg ich das noch in Richtung Moloko, Sabatron? Wow. Der Name. So, warte mal, Moloko, Sabatron. Alter, das ist aber ganz schön teuer. Die würdest du kriegen, aber die sind super teuer. Nicht super teuer, sondern super groß. Warte mal, was steht denn, wie groß die sind? Mittel. Müssen wir nochmal schauen, wie viel Mittel ist. Koffergroße, das ist ja winzig. Hast du dir viel größer vorgestellt? Habe ich, ja, wir hatten das hier geschrieben. Hier steht bis menschengroß, bis menschengroß. Nee, aber hier habe ich extra geschrieben, kann die koffergroße Kettendrohne, also das wird koffergroß sein. Plus Rohr. Du kannst ja die kaufen. Ich meine, die ist zwar nur koffergroß mit einem Rohr dran, aber die ist halt. Na, die ist tatsächlich gut, wenn du dort mehrere Tage bleiben willst, um die Peripherie abzusichern. Die ist gar nicht so schlecht. Krieg ich davon noch zwei, oder? Eine. Eine, okay. Dann haben wir noch das Restgeld rausgehauen. Was noch so ungefähr übrig ist. Und der Rest. Moment mal, hast du nicht noch übel viel Geld jetzt? Ja, 10.000 habe ich ins Schließfach geworfen. Ah ja, okay, das Schließfachgeld, okay. Dann 6.500 für die Drohnen. Ja, den das Camping-Shit, das kriegst du von IC-Brechern, das Geld, ne? Das ist noch nicht relevant irgendwie. Was wird das am Ende sein? Vielleicht 1.000 oder so. Ja, dann werden noch so Mini-Drohnen gekauft, die halt sozusagen als bewegliche Kameras fungieren. Okay. Vielleicht nochmal für so 3.000. Und der Rest wird in Glücksspiel investiert. Da hat man jedenfalls was von seinem Geld. Warte mal kurz, ich glaube, du verwechselst was. Ja, man kann ja mal gewinnen. Ach ja, nein. Ja, warte mal. Okay. Und es ist weg. Ach so, naja, ich meine, du kannst mal deinen Unglückswurf machen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir schauen mal. Also ich meine, im Bestfall wirst du ungefähr mit dem rauskommen, was du investiert hast. Aber. Ja, ich werfe einfach nochmal einen Würfel und gucken wir mal. Oh. Ich bekomme ansatzweise dasselbe wieder zurück. Ey, du bekommst so bestimmt sogar 80 mehr zurück, aber das soll ein gutes Zeichen. Best day of my life. Die Glückssträhne, also die Unglückssträhne ist jetzt abgerissen. Ja, endlich, da ich nichts mit diesen Falcons eigentlich direkt zu tun habe. Duh. Da fing das nämlich alles an. Warte mal kurz, das steht aber nicht in deinem Charakter drin. Aber da war es auf jeden Fall verstärkt. Ja. Das Problem ist ja, dass Jojo ja theoretisch immer Glück haben sollte und du Unglück. Das heißt, das Verhältnis ist dann noch schlimmer, weil sie das restliche Glück aussaugt. Sie klaut mir das Glück. Ja. Ja, klar. So, dann bin ich ja für den Campingtrip bereitet. Dann baue ich an meinem Miniatur
keine Ahnung, Kreml weiter. Ja. Warte mal kurz. Woran baust du weiter? An meinem Miniaturkreml. Ich habe Miniaturbau auf 4. Und Architektur. Ja gut, na, was willst du denn anderes bauen als ein scheiß Miniaturkreml? Das ist die beste Idee, die ich seit heute gehört habe. Wir sind hier in Moskau, da braucht man sowas. Ja. Und was will man sonst mit 1500 Moneys machen? Vor allen Dingen, die kommen dann ein, wenn irgendjemand in deine Butze reinkommt, ne? Stell mal vor, da ist halt, du hast ja gesagt, das ist nicht alles super ordentlich, da liegt ab und zu mal was rum und so, es ist nicht immer staubgewischt, und weil sinnlos. Dann ist so ein Eck, wo einfach alles sauber ist. Blitzblank. Und der ist ja vor allen Dingen richtig kitschig von außen angestrichen auch noch. Das heißt, da kommst du einfach rein und ist ja, boah, crazy shit. Ja, ich habe vor, in nächster Zeit es noch um das, um weitere Gebäude da in der Nähe zu erweitern. Aber Miniaturkreml ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Idee. Ja, vielleicht. Wenn ich Informationen über, naja, es könnte auch sein, dass da irgendwo dieses Gelände von diesem Robotnik-Zeug da auch so ungefähr dargestellt ist. Wusstest du eigentlich, dass es immer noch die die Sonderausgabe der Putin-Zinn-Miniaturfiguren gibt? Boah, gleich abonniert. Sehr gut. Also ich meine, wenn die vor dem Kreml steht, da weißt du da einfach Bescheid. Ja, neben Stalin, Lenin. Ja, und er hat eine Leine und an der Leine ist dann quasi ein Hund mit dem Gesicht von Medvedev. Wow. Warte mal, die Verhältnisse müssen da geklärt sein. Jo. Also, dann werde ich noch eine Menge Schlaf nachholen. Und ja, klingt vernünftig. Boah, ich habe gehört, ich habe meine Kontakte auch richtig gut genutzt. Es gibt noch einen, den ich noch gar nicht benutzt habe, aber okay. Passt ja nicht immer alles. Du redest von, ach, Yvette. Aber die ist auch nicht immer einfach einzubringen, glaube ich. Ja. Doch, nochmal, halt doch, das passt übel gut, weil wenn du mit deiner Sicherheitslizenz ankommst und so, dann sagen die im Normalfall, ja, da müssen sie aber trotzdem nochmal, wir können ja nicht jeden Kauf genehmigen, dann müssen sie nochmal eine Warteschleife und so ein Shit. Oder sie bezahlen ganz viel, damit die Mühlen der Bürokratie schneller sind. Aber wenn du schon jemanden kennst, dann geht das plötzlich sehr viel schneller für einen viel geringeren Einsatz von Geld. Ja, es ist doch ganz einfach. Ja. Dann richte ich mir noch irgendwie, bevor ich das Paket noch abgeschickt habe, also dieses Gemälde an Kaban, habe ich noch irgendwie ein habe ich noch mir gleichzeitig noch was programmiert. Ja, ab und zu kriege ich noch sowas hin. Wenn ich eine spezielle Telefonzelle in Moskau nicht anrufe nach 4 Wochen, geht automatisch eine Nachricht raus, dass ich tot bin. Und das Standort und Passwort und sozusagen Zugang zu meinem Schließfach. Du meinst also mit Telefonzelle dieses Comlink, was du auch in dein Schließfach tust, oder? Ja, genau das. Ja, genau. Easy. Hm? Okay, dann wären meine Besitzverhältnisse geklärt. Sehr gut. Xu, der war auf den Tod auf jeden Fall gut vorbereitet. Das ist die Inschrift von deinem Grabstein. Aber sie muss noch ein bisschen verfeinert werden. Hat schon sein Grab selber finanziert. Ja. Pass auf. Karte TS. Denn irgendwann wird Xu Cheng nochmal rumkommen. Und die bringt dort ihr mit. So, das ist eine Kläranlage. Die ist, am Rand von Moskau ist nicht ganz richtig. Die ist Westschowkino, also ist noch zugänglich, aber so abgelegen, dass da halt eigentlich keiner mehr hinkommt. Bis vor kurzem war da so eine kleine Go-Gang, die
Die hat da nicht viel gemacht, die hat da ein bisschen Zeug zwischengelabert, hatte da, ich will nicht sagen ihren Stützpunkt, aber die hatten da halt ihren Kram und haben von da aus ein bisschen was gedreht. Das war echt nicht viel, von denen weiß auch eigentlich keiner. Von denen wissen wir nur, weil sie es vor kurzem, hat sie es erwischt. Auf jeden Fall hatten die tatsächlich einen dabei, der hatte echt Ahnung von der Matrix. Sie haben irgendwie mit dem kleinen Generator ein paar der wichtigeren Systeme am Laufen gehalten, weil das Ding ist ja vor Jahren schon zugemacht worden, wegen irgendwelchen Anschlägen und so, waren da wohl Sachen nicht mehr funktionsfähig. Und die Sicherheitssysteme von den Dingen waren damals der beste Shit. Das ist jetzt 40 Jahre her, aber das kommt uns eigentlich gelegen, weil die Programmiersprache von vor 40 Jahren, die kennt keiner mehr und wir können da ein bisschen was tweaken, damit wir das als im Proxy benutzen können, durch den einfach niemand durchkommt. Wir müssen nur wieder die Systeme zum Laufen bringen und ich weiß nicht genau, in welchem Zustand die jetzt sind. Okay, dann packe ich mal trotzdem meinen Schraubenschlüssel ein und ein bisschen Öl. Ja, ich habe dir auch eine Liste gegeben mit dem ganzen Werkzeug, was wir brauchen. Wir wissen noch nicht genau, 9, 22 oder 23, welches der Gebäude sein wird. Oh, eine Molo-Filamentkettensäge. Wofür brauchen wir die? Die steht da gar nicht drauf, aber guter Versuch. Ich wollte schon immer so ein Teil verwenden. Ja, aber die Sache ist halt... Ja gut, da könnte es ja echt nützlich sein. Aber hast du noch irgendwie... Ich meine, ich habe jetzt nicht gerade irgendwie noch 1500 übrig oder was das Ding kostet. Oh. Welch eine Überraschung. Hast du eine? Also, ich organisiere eine. Ach so, okay. Wir würden morgen Nacht das machen. Wir würden morgen Einbruch der Dunkelheit... Wir müssen ja irgendwie jetzt bei Nacht. Wird mal losfahren, würden die beiden Leute da abholen. Seid ihr da schon mal vorbeigefahren oder ob da noch irgendjemand drin ist? Nee, wir haben es jetzt so gestaltet, dass wir sind alle bereit, aber wir haben jetzt keinen krassen festen Zeitplan. Das heißt, wir werden das Ding installieren. Es kann ja auch gut sein, dass wir irgendwie einen Tag Arbeit reinstecken müssen, um das alles zum Laufen zu kriegen. Das heißt, wir fahren dahin, checken das aus. Wir haben ja Drohnen und so einen Kack. Gucken, dass da auch alles safe ist, gehen da rein, installieren das, warten dort und bauen ab, sobald die anderen durch sind. Wir können es ja auch zwischendurch wieder ausschalten. Und das wird auch keinem auffallen, von daher passt das. Okay, dann ich fahre trotzdem mal sicherheitshalber vorbei. Nicht, dass sich da jemand Neues eingenistet hat, ne? Nee, mach mal keine Einzelaktion. Selbst wenn wir da Leute vorfinden, wie viele werden das sein gerade jetzt? Wir sind dann zu viert, wir haben Drohnenunterstützung und eine Magierin, das passt schon. Vergiss dein Silbermesser, was auch immer nicht. Ich habe mir extra eins besorgt. So ein Anhänger. Hat man früher immer so getragen. Ach so, na, ich hab mir einen Ring besorgt und eine Kette. Und noch eine Kette. Und ein Messer. Okay, gut. Outgame, ich muss mal ganz kurz weg. Da bin ich aber auch mal 5 Minuten AFK. Ende der Folge. Ach so, okay, machen wir das so. Gibt es viel zu sagen? Nichts. Also nicht viel, zu der Folge zumindest, weil das ja die Planung war und dann nächste Woche wird ja das Rieche alles zerstört. Nicht? Jödi. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Fucking Drowning Mud, aber jetzt halt ohne das Fucking auf dem Album The Greener Grass. Danke, Didi. Ich hatte das Lied, was ich vorher benutzt habe, ne? War in derselben Playlist von CC-Kram, wo sie ihren anderen Scheiß reingesteckt hatten, also das ganze Album im Wesentlichen. Jetzt fehlt dann nur dieses eine Lied, was ich vorher nutzte, also jetzt Grand Preis. Das ist einfach weg, also von deren Liste. Und ich weiß nicht, ob die uns dann später den Arsch ficken wollen, wie mal so eine andere Band, die ihr Kram dann später nicht mehr CC't, sondern kommerzialisiert hat. Aber ich denke mal nicht, weil das sich für ein Lied nicht lohnen würde.
Genau. Deswegen nehmen wir jetzt das hier. Mir geht zwar langsam irgendwie was von dem Album aus, was ich nutzen will, aber das geht noch vor allen Dingen, weil der Titel schon ganz gut ist, wenn es jetzt, nachdem Didi ja nochmal aufgeräumt hat, immer weiter bergab geht mit dieser Runde. Nicht? Schön. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Lammkoteletts.